Hey yo Leute, Crimex hier, was geht, Paul Berger? Ich hoffe natürlich immer, euch geht's allen gut. Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Meine Freunde, heute gibt's mal was ganz Besonderes. Und zwar, ihr könnt schon sehen, meine Freunde, ich bin heute mal nicht bei mir zu Hause. Und zwar, ich habe mir heute hier ein Experiment einfallen lassen für euch. Wir sind hier auf einer Wasserrampe, die immer weiter runter geht. Also mit jeder Stufe wird das Ganze tiefer. Und wir haben hier verschiedenste Autos, die wir heute testen werden, Leute. Und das Ganze werde ich nicht alleine machen. Ich habe schon Russik und Amir Bescheid gesagt, die werden ja auch gleich kommen und dann werden wir immer zu dritt mit verschiedenen Autos testen, wer weiterkommt und der Gewinner bekommt dann 10 Millionen GTA-Dollar, Leute. Also lasst mal ein Like und ein Abo da und ey, da kommt ja Russik schon angefahren. Ey, Russik, seit wann bist du nur ein Treckerfahrer geworden? Alter, ich habe gerade hier ein bisschen Getreide gemacht und so weiter, Brot hergestellt und jetzt hast du angerufen. Seit wann bist du Bauer Russik, Junge? Bauer sucht Frau, ich wollte da mitmachen. Okay, perfekt. Und da ist Armin. Weg damit! Amir! Was soll das? Amir kann. Traktor, nein! Ja, Russik, ich glaube, Amir hat gerade deinen Traktor zerstört. Ich hasse Traktors! Hey, Alter, was hast du gegen Traktoren, Junge? Ja, Amir. Amir ist. Entschuldigung. Was geht, Jungs? Ja! Also, es geht heute um 10 Millionen Dollar. Ihr habt's mitbekommen. Und zwar dürfen wir uns jetzt hier immer verschiedenste Autos aussuchen. Und dann bedeutet es, wer weiterkommt. Die Strecke geht bis da ganz rüber, bis ans andere Ende, bis ans andere Ufer. Und wer es darüber schafft, der bekommt die maximale Punktzahl, ja? Ich glaube, ihr habt verstanden, wie es läuft, oder? Alles easy. Ich würde sagen, Leute, wir nehmen was, einfach. Was? Es geht schon los? Ja, klar, steig ein. Jetzt werden hier die Punkte gesammelt. Ich hab den Bugatti, das ist unfair. Ja, also ich habe natürlich mich für meinen Lambo entschieden. Ich würde sagen, jeder darf seine eigene Technik machen. Ihr dürft schnell machen, langsam machen, whatever. Ich würde sagen, es beginnt. 3, 2, 1, let's go! Leute, ich mache ein bisschen die schnelle Taktik. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Erste Stufe. Whoa. Nächste Stufe. Aktuell läuft der Motor noch. Der Motor läuft noch. Oh, langsam wird's. Oh, nein. Oh. Ey, die Wellen. Okay. Nein! Mein Motor läuft noch. Der Lambo-Motor. Und mein Motor ist abgesoffen. Und hier ist der Lambo stehen geblieben. Wir steigen jetzt hier mal aus. Ey, Jungs, wo seid ihr denn? Alter, was ist denn hier los? Ich glaube, Amir ist abgesoffen. Ey, guck mal, wie weit hinten die anderen Bummis sind. Oh, Leute, guck mal, wie weit hinten die Bummis sind. Ich meine, wer ist als erster rausgeflogen? Ich bin ganz hinten, Jungs. Okay, Russik sogar ganz hinten. Danach Amir, dann ich. Das heißt, ich krieg die meisten Punkte, Leute. Oder wisst ihr was? Wir machen es einfach so, dass der Gewinner immer den Punkt kriegt. Wir gehen wieder an Land und machen weiter mit dem nächsten Auto. Als nächstes machen wir hier weiter mit Formel 1 Autos. Und ganz ehrlich, Leute, ich glaube, so Formel 1 Autos kommen nicht so wirklich weit im Wasser. Ich würde sagen, Russik, weil du der Schlechteste warst, wir machen immer nach der Reihenfolge, der Schlechteste darf zuerst. Ich nehme das Red Bull, weil Red Bull okay. Voll hat Flügel und dann fliege ich bestimmt über die Welt. Ich nehme Falali. Das ist ein gutes Argument, Falali. Und ich nehme dann hier den, was ist das hier überhaupt für ein Auto? Auch Ferrari. Aber so neuerer. Aha, vielleicht der neuere wasserdicht oder so. Wie bei einem iPhone. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Leute, let's go! 3, 2, 1, ich mach so go! Oh mein Gott, 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 oh! Oh! Oh mein Gott, ich glaube, mein Motor ist jetzt gleich schon. Oh! Ey, ich bin schon so am Schwimmen. Ja, mein Motor ist kaputt. Mein Motor ist kaputt. Meiner geht noch! Hä? Hä? Oh, jetzt Amir, du cheatest doch, Digga. Wie weit jetzt bist du noch gefahren? Arsch, Alter. Nein! Ich bin tauchen gegangen. Alter, Amir, der Ferrari Formel 1 Wagen ist voll weit gekommen. Russik sogar ein kleines Stück weiter noch als ich. Dann ich. Aber das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass ich gleich aussuchen darf. Und das bedeutet, es steht 1-1-0. Also ein Punkt ich, ein Punkt Amir und null Punkte für Russik. Wir gehen wieder an Land. Okay, Leute, weil ich jetzt gerade am schlechtesten war, darf ich mir das nächste Auto aussuchen. Ich würde sagen, wir haben hier einen, was ist das hier, ein M8 BMW? Oder nee, ein i8 oder was ist der? Da ist ein i8, dann haben wir ein M8 und so ein Mercedes-Konzeptauto. Boah, ich weiß gar nicht. Wisst ihr was, ich nehme das Mercedes-Auto. Ich nehme einfach mal das Mercedes-Auto und hoffe vielleicht, dass dieses Zukunfts-Mercedes-Auto vielleicht sogar wasserfest ist. Ach. So, seid ihr ready, Jungs? Ich bin ready. Dann let's go! Okay, Leute. Wir machen hier wieder mit Top Speed. Ich versuche hier möglichst weit zu kommen. Wow, wow, wow. Ey, Amir, hier ohne Schießen, Junge. Wow! Und nein, nein, nein. Obwohl, es fährt noch. Mein Motor geht noch. Der Motor geht auch noch. Lol. Nein! Digga, das Auto ist übelst krass. Das kann unter Wasser fahren. Ich fahre noch. Mein Auto fährt auch noch. Meins fährt auch noch. Leute? Leute, euer Auto wird vom Wasser noch getragen. Was? Zu schwer. Alter, jetzt ist erst der Motor kaputt gegangen. Ich bin fast bis ins Ziel gekommen. Ey, ich kann immer noch fahren. Ey, das ist ja krank. Wie, das Elektroding fährt immer noch? Ja. Wo bist du denn, Russak? Ich bin gerade unter... Nein, nein, nein. Ja, er fällt runter. Alter, warte. Nein.
Ey Leute, schaut mal, wie weit ich gekommen bin hier. Ich bin fast bis zum Schluss. Da vorne ist die Ziellinie. Seht ihr das? Alter, der war übelst krass, dieses Zukunftsauto. Ich sehe dich gerade nicht, aber ich würde sagen, wir treffen uns wieder am Start, Leute. Ja, aber Jungs, ihr wisst doch, was das bedeutet. Das bedeutet, ich kriege hier schon wieder einen Punkt. Und zwar 2-1-0 steht's aktuell. Haha. Das gibt's doch nicht. Ey, Leute, habt ihr das gerade gecheckt? Dieses Mercedes-Auto, das ist fast bis durchgegangen. Das konnte irgendwie voll unter Wasser fahren. Ich weiß nicht warum. Ich hol das hier. Okay, Amir darf entscheiden, er entscheidet sich für das hier. Jetzt haben wir hier so DTM-Autos. Ich nehme das hier, weil das ist, ich sehe, hier kann ich wenigstens wasserfest sein. Ja, das dachte ich mir nämlich auch gerade, weil das Ding hier hat nicht mal ein Dach, das Auto. Das ist ein Cabrio, also ich erwarte jetzt irgendwie nicht viel davon. Aber gut, dann schauen wir mal, Leute. Ich liege ja immer noch vorne, ist okay. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen langsam, lieber Leute. Ich mache jetzt hier mal, weil, ey, sobald hier Wasser in mein Cabrio kommt, ist es, glaube ich, schon gleich wieder vorbei. Oh, einfach warte mal, ich kann doch auch hier ein bisschen sabotieren, runter mit dir. Ich schieb die anderen einfach runter. Hey, er hat mich wegsabotiert. Ey, Max, was? Ich entscheide. Meiner fährt auch nicht mehr, aber ey, ich bin am weitesten gekommen. Oh, Max am weitesten gekommen. Alter, easy. 3-1-0, Russik, du hast noch keinen einzigen Punkt, Junge. Ey, du hast so sabotiert, ich wäre weitergekommen, als easy, du das mich easy. Dritter war. Punkt für Papa Crimex. Ich würde sagen, wir machen weiter, Leute. Okay, meine Freunde, als nächstes kommen wir zu einem kleinen Bonus-Level. Und zwar Amir, Russik, ihr seht hier schon, wir haben diesmal alle drei die gleichen Autos. Und zwar ist das hier dieses Raketenauto, Leute. Der Max? Rocket Voltic, ja. Du hast doch eben gewonnen, oder? Ja. Ey, Bro, hör doch auf zu sabotieren hier, nur weil ich gerade gewonnen habe. So, Handicap für den Gewinner bei Bonus-Leveln. Ey, wie kann man denn so Auge machen? Ich hab auch noch einen Schuss, Ralf. Ey, wie kann man denn so Auge machen? Ist doch jetzt okay, Jungs. Ah, wisst ihr was? Wer trotzdem gewinnen, Leute. Wir müssen hier nämlich den Düsenantrieb gut einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob der auch unter Wasser funktioniert. Deswegen werde ich den besser einsetzen, bevor wir ins Wasser reingehen. Wow, let's go. Oh, 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 der Düsenantrieb. Er lädt's wieder auf. Okay, nächstes Level. Es wird immer tiefer. Hier, Russik bei mir. Russik überholt mich. Russik, warum? Okay, Russik, gerade kurz geflogen, ein bisschen bei mir. Und Düsenantrieb einsetzen. Noch weiter. Und mein Motor ist, glaube ich, kaputt. Ist der Motor kaputt? Nein. Ey, mein Motor ist schon wieder ganz hinten kaputt gegangen. Mein Motor ist kaputt. Ah, ey. Hast du gewonnen? Ich hab wieder gewonnen. Was soll das eigentlich? Ey, Jungs, warum seid ihr denn so schlecht, ey? Digga, du hast doch irgendwas. Irgendwas hast du doch wieder getuned. Nein, Bro, ich hab einfach nur kurz bevor das Wasser an den Motor rankommt, habe ich nochmal die Düse aktiviert. Deswegen bin ich nochmal weiter geflogen. Das bedeutet einfach 4-1-0. Ey, ich zieh die anderen ja komplett ab hier. Ha, ihr seid ja komplett schlecht, ey. So, obwohl die mich sogar noch sabotiert haben. Aber ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Fahrzeug. Können die anderen mich überhaupt noch einholen? Ich weiß es gar nicht. Das ist hier wieder ganz easy money für mich. So, wer von euch beiden Schmalspuren war diesmal wieder letzter? Ja, wer wohl? Amir natürlich. Amir. Oh, aber jetzt ja, auch interessant. Jetzt kommen wir zu den Geländewagen. Sehr, sehr interessant. Ja. G-Klasse, Land Rover, Range Rover, Velar oder ein Audi Q8. Oh, Amir entscheidet sich hier, glaube ich, schon für die G-Klasse, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich nehme den Audi. Okay, nice. Ich hätte, glaube ich, auch so den Range Rover genommen, weil Range Rover ist ja immer noch so ein bisschen Gelände und so. Ihr wisst Bescheid. Aber dann schauen wir mal. Ich glaube, die besten Voraussetzungen hat tatsächlich Amir. Wenn ich mich entscheiden könnte, hätte ich auch die G-Klasse genommen. Okay, Jungs, seid ihr bereit? Ach, ich gehe auch schon los, Digga. Okay, komm, wir fahren auch mal. Komm, Rangy. Ey, hör auf, mich zu sabotieren, Rustak. Rangy, komm, Rangy, zeig mal, Rangy Power. Boah, Amir, Alter, mit der G-Klasse trotzt der hier komplett im Wasser. Und Rangy Power. Was? Oh, es wird langsam schlechter. Rangy Power. Er fährt noch. Ey. Und mein Motor ist kaputt. Oh nein, Russik kommt. Nein, Russik hat mich überholt. Alter. Wow. Ey. Oh, ich bin hängen geblieben. Aber dein Motor ist bestimmt kaputt. Ey, krass, Leute, guckt euch das einfach mal an. Hier, Russik im Audi RS Q8, ich hier im Land Rover Velar oder Range Rover Velar. Und da hinten haben wir mit der G-Klasse voll schlecht. Hä? Die G-Klasse war scheiße halt. Nein, ihr habt ganz Glück bei den Wellen. Bei mir kommen die dicken Wellen und bei euch gar nichts. Ja. Ja, ja. Genau, Amir. Bei dir sind andere Wellen als bei mir. Ist okay, ja, ist klar. Ja, schade, wie schlecht du einfach bist. Das bedeutet, mittlerweile steht 4-1-1, Leute. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Fahrzeug. Okay, Leute, als nächstes wird es auch wieder sehr interessant. Und zwar haben wir jetzt hier einen Lamborghini Urus, auch SUV, aber so sportlicher SUV. Dann haben wir einen BMW X6 und einen, ich glaube, einen C63 ist das. Also, der ist, glaube ich, noch am allerschlechtesten. Ich nehme mal an, dass ich den C63 nehmen muss.
Ich hab doch gewonnen, ihr dürft vor mir wählen. Ach stimmt, warte mal, Russik ist ja weitergekommen. Okay, ich nehme den X6 BMW. Alter, AMG Alter. Power, ich zeig euch jetzt AMG ja, Power. Ja, aber ist halt das niedrigste Auto, da wird das Wasser zuerst am Motor sein, weil es am niedrigsten ist. Und egal, Amir, warum hast du dich hier für den Urus entschieden? Weil ich keine Schmalspur bin. Okay, gut, dann würde ich sagen, Jungs, 3, 2, 1, let's go! AMG Power! Okay, Leute, BMW X6 hier, gar kein Problem. AMG Power, AMG hier durchs Power. Wasser. Okay, Rusty gibt hier direkt Vollgas, er macht die Fullgas-Taktik. Ey, ich bin jetzt immer noch nicht, ist meine Motorhaube unter Wasser. Also der X6 ist schon gut, weil er sehr hoch ist. Okay, jetzt langsam wird's tief. Es wird grenzwertig und er fährt noch und Motor ist kaputt. Mein Motor ist jetzt gerade kaputt gegangen. Oh mein Gott! Mein Auto! Was? Der Urus? Hey, no. Ja, aber Russik schubst mich an. Nein, ich bin wirklich stehen geblieben. Ich hab nicht gesehen, dass der Urus da ist. Hä? Ey, Leute, seht ihr das? Man sieht es gerade voll schlecht. Hä, ich war der Schlechteste. Also, erstmal Chichi an Amir, strong mit dem Urus. Der Tulus hat hier wieder geregelt. Aber bei Russik, das hätte ich gar nicht gedacht. Hey, Russik, bist du nicht schon weiter hinten stehen geblieben gerade? Nein, ich war so schnell unterwegs, dass das Auto weitergerollt ist. Dann ist dein Motor kaputt gegangen und ich konnte rollen, oh. Aber dann... Okay, also ja, Leute, ihr seht, wenn ihr mal unter Wasser fahren müsst, ein Lamborghini Urus, sehr, sehr gutes Auto hierfür. Das bedeutet, es steht... Armin hat jetzt 2 Punkte, 4, oder? 4-2-1, aber ich bin immer noch gut weit vorne. Aber ich würde sagen, wir gehen wieder vor, machen mit dem nächsten Auto weiter, Leute. Okay, Leute, jetzt kommen wir als nächstes zu Spezialfahrzeugen und ich darf diesmal zuerst mir was aussuchen. Wir haben hier einmal einen LKW, meine Freunde, hier extra mit dieser Schneeschaufel, nenne ich das jetzt mal hier vorne dran. Ist auch relativ hoch gelegen, der Motor, hat man, glaube ich, gute Chancen. Was ist das hier für ein Gerät? Ich glaube, hier ist halt die Frage, man sitzt hier relativ weit oben, aber bedeutet das auch, dass der Motor weit oben ist? Ich weiß es nicht hier. Und dann haben wir hier noch einen normalen LKW, den schätze ich persönlich sogar am schlechtesten ein. Boah, wisst ihr was, Leute? Ich werde hier das verrückte Fahrzeug nehmen. Ich entscheide mich hier für Ey, Jungs, ich nehme den LKW, damit ich euch gleich runterschubse. Ey, ohne sabotieren, Junge. Ja, wie? Wieso hab ich da nur vorne fettes Ding dran, ey? Oh mein Gott. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt hier. Ey, hör auf. Ja. Auf mich wegzuschubsen. Jungs, ihr werdet gleich fliegen. Dann 3, 2, 1. Nee, ich fahr nicht vor. Fahr du mal lieber vor. Ich fahr nicht vor. Jungs, fahrt doch mal ein bisschen. Ich fahr mal ein bisschen. Okay, let's go. Er will mich... Ey, Bro! Oh nein, er will mich runterschieben. Achtung, ey, er wird gleich so Ami wegfetzen. Wie, hast du ihn gerade runtergeschubst oder was? Ich hab's geschafft an die Finishlinie. Was, bist du bis ins Ziel gekommen? Ja. Okay, das ist sehr, sehr krass. Wir gucken mal, ob ich auch schaffe. Ich hab dabei Ami weggeschubst. Und Ami ist runtergeflogen, das heißt, Ami ist schon mal disqualifiziert. Ich mach jetzt hier, aber warte mal. Ich bin disqualifiziert dafür, alles klar. Wenn Sabotage erlaubt ist, schieß mal Raketenwerfer auf dich. Nein, ey, jetzt übertreibt man nicht, Alter. Wow, wir wollen mal gucken, wie weit... Ey! Hä? Ey, das Boot hier ist in mich reingerast. Amir! Warte, ey, mein Motor geht noch. Chill, Digga. Mein Motor geht noch. Ich glaube wirklich, sobald ich hier nicht unter Wasser bin, geht das. Lol, Leute! Guck mal! Ich hab's auch bis ins Ziel geschafft! Ich war erst im Ziel. Der Punkt geht an mich. Gut, Russik, dann geht der Punkt halt an dich. Wenn wir daraus jetzt auch noch so ein Okay, wisst ihr was? Dann lass uns sogar noch ein Racing machen. Wenn es beide Fahrzeuge schaffen, dann kriegt der zuerst da ist. Okay, das bedeutet, es steht 4-2-2. Na, ich bin immer noch gut vorne. Dann würde ich sagen, Leute, weiter mit dem nächsten Fahrzeug. Boah, Leute, als nächstes kommen wir zu Panz. Ich habe verloren, das heißt, ich darf aussuchen. Ja, ist ja okay, aber ich wollte doch nur sagen, dass wir jetzt nichts zu den Panzern kommen. Warte mal, Russik, ich darf das zweite Auto... Nein, ich will das haben. Russik, du wolltest gerade unbedingt den Punkt haben. Ich nehme das am... Hey, Ami, du bist auch doof. Warum nimmst du nicht das hier? Das ist doch hier so ein Halbwasserpanzer. Nein, er hat den Wasserpanzer einfach. Ich verstehe doch gar nicht um Gewinn. Vielleicht geht es um Rache an Russik. Oh nein. Oh, darf man damit auch schießen jetzt, oder was? Ja, natürlich, wenn er rammen darf, darf ich auch schießen. Wozu habe ich das denn? Okay. Dann, wisst ihr was, Leute? 3, 2... Oh mein Gott, er schießt wirklich. 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott, er hat Russik in Luft gejagt. Ach du Scheiße. Oh nein, er darf mich nicht treffen, Leute. Ich hab hier so ein Halbwasser, halb Amphibienpanzer. Oh mein Gott, er schießt auf mich. Oh nein, 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 nein. Komm. Wir müssen es bis ins Ziel schaffen. Ey, Leute, das Ding kann schwimmen einfach. Wow, ich hab's geschafft. Der Punkt geht an mich. Mein Panzer ist abgesoffen. Oh mein, ey, das Krasse war, das wusste ich selbst gar nicht. Dieser Wasserpanzer, den ich hab, der schwimmt einfach. Der ist kein einziges Mal runtergegangen sogar.
Ja, nee, das ist halt der Wasserpanzer. Das hättet ihr ja auch nehmen können. Egal, Hauptsache Brüssing abgeschossen. Alter, okay, das bedeutet, es steht 5-2-2, glaube ich, oder? 5-2-2 für den King, Leute, für den GTA-OG. Weiter geht's mit dem nächsten Fahrzeug. Boah, Leute, als nächstes hier nochmal ein kleines Bonus-Level. Und zwar haben wir solche Spezial... Russik, schießt auf alle! Ich darf als erstes Auto auswählen! Ich darf als erstes Russik, warum? Ich darf als erstes auswählen! Ich nehme nicht das Auto, wo du davor Platten geschossen hast. Ist mir doch egal. Ich darf als erstes auswählen! Nein, ist mir egal. Du hast Platten geschossen. Ja, okay, er schießt mir auch Platten. Ja, ist doch gut, Jungs. Ist doch gut. Komm, geht in eure Fahrzeuge rein. Und zwar jetzt, meine Freunde, wir haben nochmal alle das gleiche Fahrzeug. Und jetzt schauen wir mal, wer hier durch sein fahrerisches Können am weitesten kommt. Okay, dann würde ich sagen, Jungs, kommt mal alle mit hier. Oh, oh, meine Reifen sind alle geplatzt. Meine Reifen sind alle geplatzt. Okay, die Jungs waren hier relativ schnell. Der fährt übelst. Oh, oh mein Gott, ich schifte rum, weil ich platte Reifen habe. Oh, ich darf hier nicht von der Rampe runter. Hey, Rostock, hör mir weg. Nach Mir weg. Wow, die haben es alle geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Was? Hä? Ey, das ist ja ein Spezialwasserfahrzeug. Warte mal, wer ist hier noch in seinem Auto drin? Wer ist der hier auf dem... Amir war meiner Meinung nach am... Ah, nee, das ist Russik hier. Ja, ich war erster. Russik war meiner Meinung nach der Erste. Ja, aber deine Meinung zählt gerade nicht als Letzter. Ey, was ist mit dir? Hä? Ich war Erster. Also ich finde auch, find auch, dass Russik Erster da war. Ey, Max, du bist so ein 31er. Nee, Bro, ist mir doch egal, ihr habt gleich viele Punkte, aber er war Erster. Ja! Also das finde ich wirklich sehr schade. Von mir aus nehmen beide einen Punkt, das ist mir egal. Okay, beide, 5-3-3. Dann beide, dann 5-3-3, damit kann ich auch leben, Leute. Ach, ich habe immer noch 2 Punkte Vorsprung. Weiter geht's mit dem nächsten Fahrzeug. Okay, meine Freunde, es geht weiter. Dadurch, dass ich ja jetzt Letzter war, darf ich jetzt ja wieder aussuchen. Nein. Ja doch, ihr habt doch gerade beide die Punkte bekommen. Ich nehme hier diesen fetten Kipplaster. Leute, der Kipplaster, der ist so groß, der kann niemals unter Wasser sein. Das ist ein safer Punkt eigentlich. Aber vielleicht kippt der Kipplaster. Aha, das glaube ich nicht, dass ihr einen Kipplaster zum Kippen bringen könnt. Aber ich würde sagen, Jungs... Nein, nehme ich hinten drauf, ich komme hoch. Nee. Ich würde sagen, wir gucken mal, welches Auto jetzt hier wieder am weitesten kommt. Ey, Leute, guck mal, mich juckt das ja gar nicht. Ich war einfach vor dir, weil du bist so groß, du schiebst mich einfach mit nach vorne an. Boah, was sie hier machen wollen. Okay, ich hoffe, dass sie einfach mal davor absaufen. Nein. Okay, wir geben ja auch Folge. Ey, also den Kipplaster. Ich will das sabotieren. Nein! Haha, Russik raus. Der Kipplaster. Schau mal, ich bin jetzt ist nicht mal meine Fahrerkabine im Wasser. Oh mein Gott, das ist zu easy. Ey, mein Auto ist am Schwimmen noch ein bisschen. Ja, komm, sauf ab, Amir. Nein! Amir abgesoffen und Papa Crimex, nächster Punkt. 6-3-3 steht's. Let's go. Too easy. Das ja, das Jungs, ihr seid doch zu einfach. Ja, auf jeden Fall doppelt so viele Punkte. Das ist unfair. Du nimmst immer extra, du lässt uns da Punkte holen, wo die Fahrzeuge alle gleich sind. Und dann, natürlich mache ich ein bisschen meine Taktik, aber ey Jungs, ihr könnt doch noch aufholen, wenn ihr zusammenlegt eure Punkte. Denn als nächstes kommen wir nochmal zu den Motorrädern. Schauen wir mal, welches Motorrad am wenigsten oder am weitesten im Wasser kommt. Sagen wir es mal so. Let's go, Leute. So, ihr Schmalspurer. Wer war? Okay. Steigt ein. Okay, Russik, du warst gerade Letzter. Ja. Das bedeutet, du darfst dir ein Fahrzeug aussuchen und ich sehe schon, du hast dich hier für das Badpod entschieden, für das Badmobil-Motorrad. Dann gibt es hier noch einmal so ein normales Motorrad und was ist das hier? Irgendwie so ein BMW-Motorrad. Boah, ey, zum Glück, ich wollte auch das. Oha! Oh. Ach du Scheiße, Russik, bist du schlecht. Er sagt, du bist so. Ey, weißt du was, Russik? Ich will auch wissen, weit das Batmobil kommt. Hol dir nochmal ein neues Batmobil. Aber dafür darfst du jetzt nicht schießen. Als kleine Strafe. Er kriegt keinen Punkt, wenn er gewinnt. Nein, von mir aus soll er einen Punkt kriegen. Nein. Aber du darfst jetzt nicht mehr schießen als Strafe. Okay, das Gute ist, Amir hat das andere Motorrad genommen, weil das hier ist so ein bisschen Offroad-Motocross. Ich glaube, das kommt sogar weiter. Jungs, ich würde mal sagen, lass jetzt mal nicht schnell machen. Lass jetzt mal alle auf einer Höhe fahren, damit wir einfach mal wirklich rausfinden, welches Motorrad am meisten Wasser aushält. Ohne jetzt mega schnell machen, okay? Okay, let's go. Dann 3, 2, 1, let's go. Okay, first level, kein Problem. Nächstes Level. Amir? Ja, ich musste aussteigen, weil mein Wasser zu viel war. Aber ich kann immer wieder raussteigen. Oh, nächstes Level. Mit dem BMW-Moped. Jungs, was ist denn bei euch da hinten los? Alles gut noch. Bei mir geht der Motor noch voll. Oh nein, ich bin stehen geblieben, ist mein Motor auch kaputt gegangen. Ich wette, ich wäre noch weitergekommen, wenn ich einfach durchgefahren wäre. Ja, Jungs, das war wieder nichts da hinten. Amir, wie kann dein Motorrad so schnell kaputt gehen? Was machst du denn, Alter?
Ja, was denn? Was kann ich dafür? Ach, ey. Hättest du das Motorrad, dann wärst du auch da abgekackt. Also, Leute, die beiden können ihre Punkte zusammenlegen. Trotzdem habe ich noch gewonnen. 7-3-3 steht's. Lasst mal ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat, wenn wir noch mehr so Experimente machen sollen. Ich fand es auf jeden Fall ganz lustig. Checkt gerne die Jungs aus, dann würde ich sagen, bis dahin. Haut da rein, Leute. Euer Kramix.